Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wir sind 7 Tage out vor dem Mr. Olympia. Heute gibt es eine Fettmessung und einen DEXA-Scan. Plus, ich habe gerade eine allerletzte Cardio-Einheit durchgezogen. Das war's. Ich nehme euch heute mit, es wird wieder ein geiler Tag. Es gibt das letzte Beintraining und noch einige Vorbereitungen zu treffen für Amerika. Viel Spaß. Bevor wir gleich zum Scan fahren, ganz wichtig, dickes Porridge davor. Danach gibt es noch eine Pre-Workout-Mahlzeit und dann geht's ins Training. Also erst Porridge, dann Scan, dann Pre-Workout, dann legt ihr ab. Meine Beine sind auf jeden Fall noch ein bisschen verkatert. Aber was das Gute bei DEXA-Scan ist, habe ich auch gerade nochmal gegoogelt. Es ist egal, was man im Magen hat, weil es wird im Prinzip per Scan gemessen, wie der Name schon sagt. Ich weiß nicht genau, wie der Prozess ist, aber es ist eine der genauesten Methoden, um den Körperfettanteil zu bestimmen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie ich mich entwickelt habe. Ob was weitergegangen ist, ob nichts weitergegangen ist. Gewicht war heute 95,9. So leicht war ich 2021 nicht. Das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall schon leichter als 22. Ob ich vom KFA aber schon gleich bin, bin ich mir nicht so ganz sicher. Camilla lässt heute auch Körperfett bestimmen und noch Muskelmasse, weil das finde ich immer am interessantesten in der ersten Weltcup-Saison. Immer zu schauen, wie man sich entwickelt, wie man sich steigert. Oder was vorangeht, ne? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was denkst du, was wir beide haben, Körperfett? Also ich glaube, dass ich so 18% habe. Ich glaube, du hast 7 vielleicht. Vielleicht niedriger. Niedriger, glaube ich nicht. Muskelmasse 2 Kilo bei mir. Bei dir 10. Perfekt. Hallo. Schön. Bitte gerne. Danke. Schön, danke. Um die Gesundheit geht es uns heute zwar nicht. Weil das ist eine Wettkampf-Diät sowieso nicht. Aber wir wollen Fett. Wenig Fett. So wenig wie möglich. Ja gut. Mal schauen, ob wir da heute drankommen. Wir haben es jetzt ins Wartezimmer geschafft. Mal schauen, ob wir drankommen, weil hier ist auf jeden Fall dezent viel los. Hat aber auch geil, man kann einfach vorbeikommen und dann einen DEXA-Scan machen. Zahlt einfach 90 Euro und dann hat man immer das Ergebnis. Also ist ganz geil. Bei vielen anderen muss man einen Termin machen mit E-Card und so weiter, in Österreich zumindest. Und hier ist es jetzt einfach. Ist entspannt darauf, dass wir gleich drankommen und dann mal schauen, was das Ergebnis sagt. So, Camilla ist gerade schon dran. Wir haben uns hier umgezogen. Und dann schauen wir mal, wie viel Fett jetzt hier drunter steckt. Bin echt gespannt. Könnt ihr mal eure Einschätzung in die Kommentare schreiben. Und dann legen wir uns rein. Ich fühle mich auf jeden Fall praller als zu dem Zeitpunkt 22. Ich denke jetzt auch ein bisschen mehr Körperfett dran, aber hoffentlich an Muskulatur nicht weniger. Diesmal bin ich nicht zu breit. Bin schmaler geworden, glaube ich. Die Angst kickt. Wie groß bist du circa? 1,90. Wie schwer circa? 96 Kilo. Leichtgewicht. Und? Was steht bei dir? Ich habe nur 14% Körperfett. Ah, sehr stark. Aber ich fand es mit den Muskeln habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Naja, habe sie einfach mal rausgelassen. Jetzt ist es auf jeden Fall gut. Da wirst du in deiner Befundbewertung sehen, wahrscheinlich, dass der Durchschnitt bei Frauen um einiges höher. Ich weiß aber nicht, was so Standard ist bei Bikini-Athletinnen. Schon deutlich niedriger. Habe ich auch direkt meine Daten. Wir haben 7,5% Körperfett. Ich wurde im Prinzip gewogen auf dem Ding mit 99 Kilo, obwohl ich heute noch früh 96 hatte und 87 Kilo Magermasse. Ich werde nachher mal alles vergleichen. Und nochmal meine alten Werte anschauen. 7,5% ist eigentlich relativ gut. Habe ich auch so ähnlich eingeschätzt, zwischen 7 und 8%. Deshalb, ja, ich bin erstmal zufrieden. Und man sieht auch interessant, wo noch am meisten Fett hängt. Und die nächsten Tage wird sowieso noch ein bisschen noch was rausgekriegt vom Wettkampf. Ist jetzt eine Woche out. Haben noch nicht mit dem Aufwässern begonnen, was ja die nächsten Tage ansteht. Und da wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen was rausgedrückt. Aber sonst eigentlich bis jetzt relativ zufrieden. Wir fahren jetzt ins Gym. Und ich mache dann nachher die Auswertung. So, ich habe mich hier mit einem Sneaker-Spezialisten kurz getroffen, vor dem Gym einfach, weil Kevin will einige seiner Schuhe verkaufen. Und ich dachte mir, ja, gebraucht, wieso nicht? Und die sind beide eigentlich ziemlich fresh. Von Veganer zu Veganer. Dealer des Vertrauens. Von Veganer zu Veganer nehme ich die, denke ich. Erfolgreiche Sneaker-Übergabe. Jetzt gibt es Maispudding mit Veganer-Protein. Und dazu habe ich mir extra mitgenommen für das letzte Beintraining Boosterchen. Trinke ich gleich danach. So in 10-15 Minuten, damit ich dann alles maximal rausholen kann und ERAs sind auch ready. Das verdammt nochmal letzte harte Training. Jetzt alles rausholen, nochmal Muskelversagen pushen und die Streifen im Arsch nochmal ein bisschen rausdrücken. Okay. Das
das macht echt Bock, sich heute komplett zu zerlegen, wenn man weiß, jetzt will ich das letzte Mal. Scheißegal, wie hart der Muskelkater ist, kommen jetzt erstmal keine Beine mehr dran und genau gehe ich an die Sache ran. Aber Alter, ich merke gerade richtig, wie der Crank reinfährt. Ich habe tatsächlich nur die halbe Portion genommen, weil ich auf Koffein sehr empfindlich bin und 200 Milligramm Koffein ist bei mir schon sehr viel. Und ich merke schon, oh, Endorphine steigen, es macht Bock, ich kann mich gut pushen. Pump ist wild, man hat es glaube ich gerade gesehen, die Adern kommen raus. Alter, das ist ein gutes Beintraining. Das ist ein gutes Beintraining. Jetzt ordentlich durchziehen. Beinstrecker, Beinbeuger, Adduktor, Waden. Und dann wär's das. Dann ist das harte Training für diese Diät Geschichte. Ich muss sagen, das war ein echt, echt gutes Training. Hat schön geballert, hat jetzt nicht so viel Zeit, knapp eine Stunde, aber ging sich perfekt aus. Geiler Pump gewesen, geile Energie, dank dem Booster. Wir haben es einfach geschafft. Letztes Mal Cardio, letztes hartes Training. Ab morgen gibt es noch Pump-Sessions und ich fahre jetzt mit den Schuhen erstmal in die Wohnung und schnabuliere mir ordentlich Essen rein. Und dann schauen wir mal, was der Befund sagt, weil ich habe noch einen extra Befund bekommen. Mal schauen, wie da die Einschätzung ist. Das letzte vegane Chicken Piece. Ganz wichtig, Telle auskratzen. Leider ist das Essen zu wenig, aber das hält nur noch 7 Tage an. Und ich habe jetzt gerade hier den DEXA-Scan von 2021 vorliegen. Hier ist der DEXA-Scan von jetzt. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich habe ja schon meinen Körperfettanteil gesagt. Liegt bei 7,5%. Wo ich 2021 gemessen habe, lag er bei 7,3%. Und das war 7 Wochen vor dem Wettkampf. Jetzt sind wir 7 Tage vor dem Wettkampf. Ja gut, damals war die Magermasse, also die fettfreie Masse, 92 Kilo. Ich habe sie am Laptop offen, deshalb kann ich auch gleich kontrollieren. Und diesmal 87 Kilo. Ich bin auch jetzt 5 Kilo leichter als damals. Aber vom Körperfettanteil gleich. Also man mag meinen, dass ich 5 Kilo an magerer Masse weniger habe als 2021. So viel mal dazu. Die Magermasse im rechten Arm war damals bei 7,4 Kilo, ist jetzt bei 6,8 Kilo. Und im linken Arm bei 7 Kilo und ist jetzt bei 6,4 Kilo. Also bei beiden auch nochmal, ja, 500, 600 Gramm Unterschied. Die Beine, linkes Bein, haben wir jetzt 16 Kilo Magermasse. Damals auch 16 Kilo Magermasse, rechtes Bein genauso. Da ist wenig Unterschied, die sind sehr ausgeglichen. Vor allem heutzutage, da ist nur 20 Gramm Unterschied. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Der Rumpf ist bei mir tatsächlich am fettfreisten, also mein Bauch. Der hat nur 4,9% Fett. Ich denke, das kann man noch ganz gut sehen, weil ich habe eigentlich immer mehr oder weniger ein Sixpack. Das heißt, meine Fettverteilung am Bauch ist einfach besser als an anderen Stellen, wie zum Beispiel bei den Beinen. Weil bei den Beinen habe ich 8,9% Fett und am Rumpf eben nur knappe 5%. Das heißt, da ist ein ordentlicher Unterschied und ist schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass der Bauch von der Genetik her mehr oder weniger gesegnet ist. Rumpf habe ich jetzt auf jeden Fall von der Körpermasse auch weniger. Das heißt, es ist auch Masse weniger geworden. Vielleicht habe ich auch an Muskulatur am Bauch weniger. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, was die Magermasse angeht, weniger. Also um die Werte hier ein bisschen zusammenzufassen. Es sieht so aus, als hätte ich 4 bis 5 Kilo weniger Magermasse als 2021. Ich muss aber sagen, für mich fühlt es sich absolut nicht so an. Ja, es sind Werte, die sind vielleicht auch relativ genau. Natürlich sind die Zeitpunkte jetzt ein bisschen anders. Jetzt stehe ich 7 Tage vor meinem Wettkampf und habe schon 3 Wettkämpfe hinter mir. 2021 stand ich noch ein paar Wochen vor meinem Wettkampf und hatte noch keinen Wettkampf hinter mir, in der Saison zumindest. Aber ich bin der Meinung, dass ich strukturell auf jeden Fall besser als 2022 aussehe. Und auch von der Form her sind wir da nicht mehr weit entfernt. Vor allem die letzten Tage ist noch einiges passiert. Die nächsten Tage wird auch noch einiges passieren. Und ich glaube auf jeden Fall, dass ich jetzt mit einer sehr, 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 sehr guten Form auf die Bühne gebe. Ob der Prozentanteil vom Fett genauso niedrig sein wird wie 2021, weil da war ich dann wahrscheinlich bei 5,5 oder so oder 6%, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir den Job sehr, sehr gut getan haben. Ich bin sehr, sehr stolz drauf, wie die Form gerade aussieht, wie es vorangeht. Und auch wenn der Wert jetzt vielleicht weniger anzeigt, glaube ich nicht, dass ich Muskulatur verloren habe und dass es trotzdem ein sehr, 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 sehr guter Wert wird, natürlich auch eine sehr, sehr gute Form auf der Bühne sein wird. Also ich bin stolz darauf, was wir trotzdem jetzt noch draus gemacht haben, was die RP angeht. Vielleicht habe ich auch weniger Masse am Rumpf, weil ich eben operiert wurde am Blinddarm. Keine Ahnung, der wiegt aber wahrscheinlich nur so 200 Gramm, aber der war auch sehr eitrig. Auf jeden Fall ist das Ergebnis für mich gut.
7,5% ist okay, eine Woche vor dem Wettkampf, könnte vielleicht noch ein Ticken tiefer sein, aber das Wichtigste ist sowieso Streifen im Po, Streifen auf den Beinen, definierte Bauchmuskeln, und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und das wird ein sehr, 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 sehr gutes Paket. Leute, wir haben ein Riesenproblem. Es ist nicht, dass zu wenig Streifen in der Brust sind, sondern... Der Ninja hat den Geist aufgegeben. Sie sind nicht den Geist aufgegeben, aber die Klinge hält nicht mehr an den Magneten. Ich habe schon gegoogelt. Das ist irgendwie ein weit verbreitetes Problem und passiert bei vielen sogar schon noch ein, zwei Monaten. Also das ist komplett beschissen. Das heißt, heute und morgen gibt es halt kein Eis. Aber macht nichts, zwei Tage drauf verzichten. Prima easy. Haben wir nämlich gerade auch einfach... Dann hier im Mixer einen fetten Shake geballert. Hab da einfach auch Guacamole reingegeben, hat das ein bisschen mehr Volumen und eine dickere Konsistenz. Und ich schwöre euch, das hat wirklich krank geschmeckt. Das war einfach nur geil. Hab hier Dark Cookie verwendet und als Flavor Powder nutze ich derzeit eigentlich immer... Wo hab ich's denn? Dark Cookie, Salted Caramel, die beiden in der Kombination. Einfach wild. Und so sieht dann das Guacamole aus. Haut man einfach rein. Ist wie Xanthan Gum und verdickt das einfach noch ein bisschen. Und gerade gibt's hier auf alles 20%, bis auf Reispudding. Einige von euch waren auch nicht schlau und haben bei der Folgenaktion zugeschlagen, weil da gab es Reispudding im Gewinnerfrühstücksset. Jetzt gibt es 20% auf alles. Das heißt vor allem hier Ashwagandha würde ich euch empfehlen. Die Vegan Essentials mit Omega-3 und Magnesium und Vitamin D. Und ganz wichtig, Kurkumin, Entzündungshemmend sowieso. Genauso wie Kreatin, meine Freunde. Und ein gutes Proteinpulver darf auch nicht fehlen. Ansonsten, ja, habe ich glaube ich so ziemlich alles gesagt für heute. Ich freue mich wirklich schon krank auf Vegas. Also es ist... maximale Vorfreude. Morgen baller ich noch mal eine schöne Brustsession raus. Ich fühle mich auch jetzt gut satt, energiegeladen. Es ist noch relativ früh, also noch nicht mal 10 Uhr. Ich werde mich jetzt auch schon langsam ins Bett hauen, um eine saftige Ladung Schlaf einzufangen. Und dann bin ich einfach nur absolut hyped auf die nächsten Tage. Wir haben noch eine Woche, wir geben Gas. Die Form passt, die Energie ist low, genauso muss es sein. Und ich hoffe, ihr seid weiter beim Supporten und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.